Willkommen zum neuen Let's Play zu Pokémon Schwarze Edition, um genau zu sein, die zweite Schwarze Edition, Pokémon Schwarz 2. Wir drücken jetzt mal Start und dann geht es auch schon direkt los. Ein neues Spiel, ein neues Let's Play zu Pokémon. Ewig ist es her, seitdem wir zusammen Pokémon gezockt haben und ich bin richtig doll gehypt. Ich habe mir Pokémon Schwarz 2 rausgesucht. Fünfte Generation habe ich noch nie gezockt. Von Pokémon Schwarz und Weiß, also die Nummern, war ich nie so wirklich angeturnt sozusagen von. Aber ich habe gehört, dass diese neue Edition sozusagen, Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2, besser ist als die einfachen. Daher zeigen wir Pokémon Schwarz 2. Ich hab's auch schon von vielen gehört, ja, auch die Elterngeneration, mal erste Generation so zocken, kommt auch noch eines Tages, aber ich persönlich hab mehr Bock auf die fünfte Generation, weil, ja, wie gesagt, ich hab damit bisher noch nie was am Hut gehabt. Sechste Generation habe ich wieder gezockt und, ja, dann beginnen wir ein neues Spiel. Hallo, wer bist denn du? Hallo, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Hier war eine Frau als Professorin? Wusste ich bisher auch noch nicht. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Was ist denn das denn für ein Pokémon? Ich kenne viele Pokémon der fünften Generation nicht. Immer so gesagt. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man ihnen beinahe überall. Es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Um das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Ja, und ich habe mein Leben der Erforschung der Pokémon gewidmet. Aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Ist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin mir oft nicht sicher, aber... Nein, Spaß. Ich bin ein Junge. Ah, ein Junge bist du also. Habe ich das richtig verstanden? Ja, natürlich. Jetzt wüsste ich noch gern, wie du heißt. Warte mir bitte deinen Namen. So, ich habe eben überlegt, ob ich vielleicht auch meinen YouTube-Namen Galaxy Miner nehmen sollte, aber dafür ist der Platz nicht. Daher nehmen wir meinen richtigen Namen. Dennis. So. Keine Buchstaben brauche ich dann jetzt hier noch. Dennis. Genau. Und okay. Dennis lautet dein Name also. Ist das richtig? Ja, dann sicher. Dennis also. Wirklich ein sehr schöner Name. Danke dir. Würdest du mir jetzt noch ein wenig über deinen Rivalen erzählen? Den Jungen aus der Nachbarschaft meine ich? Würdest du mir vielleicht sagen, wie er heißt? Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Das ist halt so ewig her, seitdem ich Pokémon gezockt habe. Das war das letzte Mal mit euch. Und ich habe viel verlernt. Richtig viel. Es war so eine lange Pause. Und ich habe jetzt nicht mal an den Rivalen gedacht. Matisse. Ah, nee. Denn der Name gefällt mir schon mal nicht. Das ist mein Rivale. Ich hab ne Idee. Ja, genau. Kleine Buchstaben. Retro Fire HD. Wer ihn vielleicht von den Minecraft-Videos kennt, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, der auch sehr, sehr gerne Pokémon zockt. Und daher habe ich mir so vorgestellt, er könnte vielleicht mein Rivale sein. Ich habe auch schon an jemand anderes gedacht, aber für denjenigen habe ich einen extra Platz aufgehoben, den wir dann auch noch sehen. Nicht, dass, also wenn derjenige gerade zuschaut, ich will ihm das nochmal persönlich sagen, soll er sich bitte nicht wundern, das kommt noch. Retro also, stimmt das so? Ja, na sicher. Dennis, ich werde dir jetzt ein Pokémon anvertrauen. Es wird dir ein ganz wichtiger Kommen. Ach, jetzt schon? Im Moment, in dem du das Pokémon auswählst, das Wort an deinen Partner auf deiner Reise sein soll, markiert den eigentlichen Startpunkt der Geschichte, die dich erwartet. Auf deiner Reise wirst du vielen Pokémon begegnen, vielen Menschen und ebenso vielen unterschiedlichen Ansichten in Kontakt kommen. Ich hoffe, du wirst aus all diesen Begegnungen etwas ganz Wichtiges für dein weiteres Leben mitnehmen.
Ganz recht, du wirst viele Freundschaften mit Menschen und Pokémon schließen und an ihnen wachsen. Das ist das eigentliche Ziel des großen Abenteuers, das nun vor dir liegt. Dann mal los, begib dich nun in die Welt der Pokémon. Wie ist das jetzt mit... Oh, Frühling, interessant. Game Freak präsentiert. Sieht schön aus. Das ist ja so gesehen das letzte Pokémon-Hauptspiel, was auf Nintendo DS rauskam. Zu einem sehr späten Zeitpunkt des Nintendo DS sogar noch. Wo eigentlich der Nintendo DS abgeschrieben war. Dementsprechend wurde halt aus diesem Spiel alles Mögliche rausgeholt. Oder aus dem System, meinte ich. Ich kenne auch diese Region hier nicht. Wie man am Anfang schon gelesen hat, das ist die Einall-Region, hat man bei, wo neue Spiel starten oder so, stand da Einall-Link oder so. Und das ist halt die Einall-Region. Hallo! Oh, Professor Esche. Ich habe ja schon ewig nicht mehr von Ihnen gehört. Wie geht es denn? Esche, wer war ein Esche? War das hier nicht der aus der vierten Generation, Sinnoh? Ich glaube sogar ja. Der sagt mir was, in vierter Generation habe ich ja totgesuchtet. Oh, ein Pokédex? Etwa für mein Kind? Na klar, ich habe mir immer gewünscht, dass es bald mal auf Reisen geht. Wie, dieses Mädchen ist also schon hier? Ist doch immer das Gleiche. Kaum ist etwas beschlossene Sache, setzen sie es immer sofort in die Tat um. Belle heißt sie also. Alles klar. Mit einer großen grünen Mütze. Okay, kein Problem. Okay. Das war ein Telefon, was sie hat. Aber es war irgendwie am Arm oder so. Keine Ahnung. Dennis, ich bin wieder zu Hause. Da sind wir. Wir sind ja... so habe ich mich nicht in Erinnerung. Aber okay. Wir können hier schon herumlaufen. Kann man hier schon Speed-Taste irgendwie... Nee. Man kann hier gerade noch gar nichts machen. Kann man irgendwie... da ist der Beutel mit X, kann man darauf drücken. Die Option, ich möchte hier mal was ändern. Texttempo auf 3. So, und sonst... Was ist das? Wunderbar. Kennst du Professor Ashes? Sie ist eine Pokémon-Wissenschaftlerin und ich kenne sie schon. Oh ne, Professor. Das ist die aus der Generation. Wir haben das ja vorhin gelesen. Oh nein. Uiuiui. Und ich kenne sie schon ewig. Ich habe mich vorhin endlich mal wieder mit ihr unterhalten. Es kommt jetzt ein wenig plötzlich, denn aber möchtest du einen Pokémon-Partner? Ja, das ist sie. Sehr schön, das hätten wir also schon mal geklärt. Und sag, weißt du, was ein Pokédex ist? Natürlich wissen wir das. Das ist das Gerät, wo die ganzen Pokémon drauf gespeichert werden. Klar weiß das. Ist es nicht toll, wie er automatisch alle Pokémon einträgt, den du... Natürlich wird das jetzt hier nochmal ganz grob erklärt. Noch eine Frage. Möchtest du ein Pokédex? Na, sichi. Prima. Wir kommen der Sache schon näher. Dennis, damit steht fest, was du tun musst. Ein Mädchen namens Belle ist bereits hier, um dich zu treffen. Sie ist Professors Ashes Assistenten. Du erkennst sie an ihrer großen Mütze. Genau. Du musst also ein Mädchen namens Belle suchen. Von ihr bekommst du deinen Pokémon-Partner und ein Pokédex. Oh, und dein Wieso Raster ist in deiner Tasche, nicht wahr? Weißt du, wie du die Tasche öffnest? Ja, das habe ich gerade herausgefunden. Der Name des Mädchens ist Belle. Du erkennst sie an der großen Mütze. Sie ist das erste Mal hier und verläuft sich vielleicht. Also suche sie. Ich bin auch das erste Mal hier. Okay. Ein Mädchen namens Belle. Eine große Mütze. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Heute kann ich per Datenübertragung mit über 100 Leuten gleichzeitig spielen. Ja, aber hier ist es nicht mehr möglich. Wurde ja damals abgestellt. Für DS und Wii. Hallo Dennis! Hat Retro heute wieder mit seinem Pokémon angegeben? Ja, das macht er auch immer. Wenn du Pokémon dabei hast, kannst du auch außerhalb der Stadt herumlaufen. Sonst kann man das nicht, interessant. Oh, wer bist denn du hier? Ich möchte auch endlich Pokémon-Kämpfe austeilen können. Ja, das kommt noch, das kommt noch. Was für eine Beziehung möchtest du zu deinem Pokémon aufbauen? Ich bin glücklich, wenn sie einfach nur bei mir sind. Ah, sie sollen aber schon stark werden und so. Bezüglich, welche Pokémon wir dabei haben werden in unserem, also als unsere zukünftigen Teammitglieder, habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Aber es kommt noch. Das ist unser Haus, genau. Hallo Dennis. Ach, das scheint wohl Retro zu sein, jo. Hey, hast du jetzt endlich ein Pokémon? Hier in der Gegend gibt's keine Trainer und ich fange langsam an, mich zu langweilen. Was?
Ein Mädchen namens Belle gibt dir ein Pokémon. Im Ernst jetzt? Alice, wenn du ein Pokémon bekommst, musst du ganz lieb zu ihm sein. Genau. Alles klar, dann wollen wir mal dein Pokémon abholen gehen. Ich habe nämlich noch viel vor. Und daher brauche ich neben meinem Partner und meinem Pokémon auch noch einen menschlichen Kameraden. Auf den verlasse es. Ganz recht, ich meine damit dich. So scheint es mir nämlich schwer, auf Draht zu sein. Geh du schon mal heim. Okay, Bruder Herz. Bis bald, Dennis. Ja, eigentlich müsste ich vielleicht mal Reto hier ranholen, dass er hier Synchronsprecher spielt. Für sich selbst. Ah, ne. Alles klar, dann gehen wir mal diese Bälle suchen. Okay, auf geht's. Gehen wir jetzt mit ihm gemeinsam? Interessant. Das ist eigentlich eine sehr große Anfangsstadt, muss ich sagen. Aber wenn ich hier an Zweiblattdorf von Sinnoh denke. Meine Mutter ist gut darin, Pokémon etwas Ruhe zu gönnen und sie wieder aufzupäppeln. Ja, das sind alle Mütter hier in Pokémon, soweit ich weiß. Na komm. Hey, Schalke, wenn du ein Pokémon hättest, könntest du dich mit Retro messen. Und herausfinden, wer der bessere Pokémon-Trainer. Das bin doch ich. Irgendwann werdet auch ihr zusammen mit den Pokémon auf Reisen gehen. Ja, wie ihr sicherlich schon merkt, ich werde natürlich mit ihm sprechen, ich werde in jedes Haus gehen, ich werde alles erkunden. Und natürlich auch jede Route erkunden. Dennis, hast du Belle schon gefunden? Je schneller du sie findest, desto schneller bekommst du ein Pokémon. Ja, ich will das. Wenn wir das jetzt wirklich schon kriegen, dann will ich das noch in diesem Part erleben. Die Pokémon-Parts werden auch so ungefähr 25 Minuten lang sein. Ich werde darauf halt Acht geben. Manchmal vielleicht länger, manchmal, ja gut, kürzer, habe ich eher weniger vor. Oh, sich auf Route 19 von der Aussichtsplattform ist der Stolz und Aventura City. Okay. Oh, ein Pokécenter hier sogar schon in der Anfangsstadt. Interessant. Trainer lassen ihren Pokémon-Partner im Kampf antreten. Und Arena-Leiter sind ganz besonders starke Trainer. War zwar ein Mädchen, aber ich hab dem Mann eine junge Stimme gegeben. Die Leute operieren auf Reisen und wachsen an dieser Erfahrung. Ob ich auch diese Stadt verlassen sollte? Weiß ich nicht. Ich frag mich immer noch, wo diese Belle ist. So, hier ist das Pokécenter. Warte, ich war vorhin im Pokémon-Center, habe dort aber keine entsprechende Person angetroffen. Aber wir dürfen da noch nicht rein. Was ist das? Ah, Trainerschule, da könnte sie drin sein. Endlich in die Trainerschule. Es gibt noch vieles, was ich über die Pokémon lernen will. Die Trainerschule wurde ich gerade erst. Habe ich ja. Wie auch immer. Sobald ein Arena-Leiter die Lehrerstelle besetzt, darf man dort rein. Okay. Da dürfen wir jetzt anscheinend auch noch nicht rein. So, mit dem haben wir, glaube ich, gesprochen, genau. Dann geht es jetzt hier weiter. Aber irgendwo muss sie doch sein. Aventura City liegt am Rande der Einäuer-Region. Deswegen gibt es hier nicht so viele Pokémon-Kämpfe. Aber wenn du ins Zentrum Einheits gehst, wirst du auf viele Pokémon-Trainer stoßen, die dich herausfordern. Alter, darauf freue ich mich so riesig. Endlich wieder Pokémon-Kämpfe. Ich habe mein Pokémon noch nicht kämpfen lassen. Deswegen ist es noch schwach. Das ist schlecht, vielleicht. Ob vielleicht irgendwo ein Pokémon heruntergefallen ist? Heruntergefallen? Ich bin eine ganz passable Wahrsagerin und ich sehe, dass du einem Pokémon begegnen wirst. Das freut mich aber. Das hätte ich jetzt auch schon gedacht. So viel Wahrsagen kann ich auch. Ah, hier gibt es keine Sprinter oder Turbotreter. Es ist so ein bisschen ätzend, dass wir so langsam unterwegs sind. Wo geht's hier lang? Ich kenne halt diesen Ort nicht, daher. Das ist für mich alles neu. Jetzt verstehe ich, die Aussichtsplattform ist wohl der bekannteste Platz in Aventura City. Isabelle ist also bestimmt dort oben und genießt die fantastische Aussicht. Dann mal los, geh und hol dir dein Pokémon ab. Ja, da ist sie doch. Ui, das sieht aber mega nice aus. Das könnte mein Thumbnail werden. Ist das schön. Hey du, siehst du das auch so? Oh, ich heiße übrigens Belle. Ich bin Professor Ashes Assistenten. Ach ja, ich suche jemanden. Kennst du vielleicht Dennis? Moment mal, du bist Dennis? Wow, du bist ja genauso wie alle sagen. Belle, freut mich sehr. Also ich möchte dich etwas fragen. Belle war da davor, also sie hat eigentlich nicht Belle gesagt, aber egal. Würdest du uns vielleicht helfen, alle Seiten des Pokédex zu finden? Na sichi! Danke. Dank deiner Mithilfe wird Professor Ashes Forschung große Fortschritte machen. Außerdem macht es einfach Riesenspaß, die Seiten des Pokédex zu finden. Und übrigens, was mir gerade einfällt, ich glaube, der Sinnoh-Professor
hieß Professor Eibe, kann das sein? Doch, glaube schon. Und wegen E und E bin ich da durcheinander gekommen. Was mit meinem Pokémon? Ja, bitte, eins davon soll ein zukünftiger Pokémon-Partner sein. Oh, jetzt kommen wir dran. Jetzt. Und ihr seid vielleicht schon gespannt, wen ich nehmen werde. Es gibt drei Möglichkeiten, wie immer. Einerseits das Feuer-Pokémon Floink. Das Wasser-Pokémon Otaro. Und das Pflanzen-Pokémon Serpifeu. Welches nehme ich? Ich nehme Serpifeu. Ein Pflanzenstarter nehmen wir in diesem letzten Let's Play, denn es erhält Serpifeu. Wow, also Serpifeu passt ja echt prima zu dir. Sag mal, möchtest du dem Pokémon deiner Wahl vielleicht noch einen Spitznamen geben? Natürlich. Und da habe ich mir auch was Besonderes ausgedacht. Und zwar, jetzt bin ich kurz am Überlegen. Genau. Und zwar nenne ich dieses Pokémon. Mehr? Ich mach mal hier so. Also ist diese Tastatur. Unterstrich gibt es sonst hier nicht. Okay. Was ist das hier? Nee. Und zwar nach Jonas. Das ist, King Kong ist ja sein Ingame-Name. Ich habe eben überlegt, ob ich vielleicht Jonas nennen soll. Oder doch King Kong. Bin mir nicht ganz sicher. Ach, wir nennen ihn einfach nach seinem echten Namen Jonas. Weil ich habe diesen Let's Play vor sehr gute Freunde von mir und halt auch, also einerseits Jonas und dann auch halt Freunde von mir, die ihr vielleicht auch, oder die ihr dann auch vielleicht kennt von Minecraft, aus meinem Team, meine Pokémon danach zu benennen. Einerseits haben wir jetzt Reto, unseren Rivalen, und Jonas wollte ich jetzt meinen Starter geben und beziehungsweise ihn nach meinen Starter nach ihm benennen. Jonas, bist du mit dem Spitznamen zufrieden? Jonas, echt ein super Spitzname. Ihr könnt ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält, dass ich die halt so jetzt benenne. Oder ihr könnt auch gerne reinschreiben, sollte ich vielleicht doch lieber den Minecraft-Ingame-Namen verwenden. Weil sobald wir beim Namensbewerter sind, kann ich das ja nochmal umändern. Aber ich denke mal, ich finde das so die beste Lösung. Und ich möchte einfach auch Menschen, die mir sehr, sehr nahe stehen und mit denen ich halt viel verbringe, auch hier in das Spiel mit einbringen. Und ja, sonst habe ich das ja immer so gemacht. Also beim letzten Let's Play habe ich aktive Zuschauer reingenommen. Zum Beispiel, da war ja damals Bone, war ja mein Starter. Oder Tribe. Das war ja. Tribe war. Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Tribe war doch hier das Flug-Normal-Pokémon. Oh, wie hieß es denn? Togetic. Und dann später zu. Oh, ich bin halt da ein bisschen raus. Gut, und als nächstes bekommst du jetzt natürlich noch den Pokédex. Ja, sehr schön. Nun zum Pokédex. Er ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen du begegnest, automatisch erfasst werden. Daher möchte ich dich bitten, die gesamte Ein-All-Region zu durchfassen und sämtliche hier heimischen Pokémon aufzuspüren. Das ist Professor Ashes Wunsch. Okay. Dann gehen wir. Ach, Reto ist noch da. Hey, wie lange willst du mich eigentlich noch warten lassen? Was ist das? Das ist also dein Partner? Das freut mich für dich. Meine Schwester hat dir ja auch schon gesagt, dass du dich gut um dein Pokémon kümmern musst. Vergiss das nicht. Und was ist das für ein Ding, das du an den Händen hältst? Das ist ein Pokédex. Ich will auch ein Pokédex, bitte. Ich will stärker werden. Wenn ich ein Pokédex hätte, könnte ich mehr über Pokémon lernen. Ich würde stärker werden, nicht? Und wer bist du? Ich bin Retro.
Ich bereise mit meinem Pokémon-Partner die Einladeregion auf der Suche nach etwas sehr Wichtigem. Na gut, ich kenne zwar deine Beweggründe nicht, aber eine Reise ist immer etwas Gutes. Wie der Zufall so will, habe ich noch einen Reserve-Pokédex dabei. Die Verbreitung der Pokémon ist ganz anders als noch vor 2 Jahren. Je mehr wir also sind, desto besser. Okay. Reto! Dann wollen wir mal sehen, was du als Trainer so drauf hast. Ich trete mit meinem Floink an, das ich schon seit seinen Tagen als Ei kenne. Okay. Er hat also einen Floink. Natürlich sind wir dann mit Pflanze im Nachteil, aber unser erster Pokémon-Kampf. Alter, dieses Feeling, das ist so geil. Sein Floink. Und wir haben Jonas. Let's go. So, dann Kampf, was haben wir denn für Attacken? Wir haben Tackle und Silberblick. Übrigens, ihr könnt auch beide Bildschirme jederzeit sehen, wie ihr sicherlich schon gesehen habt. Und der Touchscreen ist unten rechts und der Topscreen ist ganz groß. Und genau, da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht bezüglich dem Hintergrund. Ich hoffe mal, so passt das. Dann machen wir mal einen Silberblick, das senkt die Verteidigung von ihm. So, seine Verteidigung sinkt. Er setzt gleich einen Tackle ein. Macht 5 KP Schaden. Oh, okay. Dann setzen wir natürlich auch einen Tackle ein. Das macht natürlich dementsprechend mehr Schaden, weil wir die Verteilung gesenkt haben. Das Gute ist, dass wir zuerst angreifen. Also wir sollten es hinkriegen. Ja doch. Am Anfang natürlich haben wir noch nicht so viele Attacken, aber das begibt sich mit der Zeit. Und besiege dieses Floink, Jonas. Wunderbar. Jonas erhält 94 EP und Level 6. Oh, fast Level 7. Unser erster Kampf. Und ein bisschen Geld. Geld ist immer gut. Ich hab verloren. Die Kämpfe gegen wilde Pokémon sind echt ganz anders, was? Aber egal. Ich bin froh, jetzt zu wissen, dass ich mich auf dich als Trainer verlassen kann. Und dann, ich gehe schon mal vor. Trainier fleißig und werde noch stärker. Ihre Pokémon haben sich beide voll reingehängt. Als Kleine ist noch schwach. Bestreite viele Kämpfe mit ihm, damit es bald stärker wird. Gut, gehen wir ins Pokémon-Center, um dein Pokémon wieder aufzupäppeln. Dort geht man hin, wenn die Pokémon vom Kampf erschöpft sind. Die Pokémon-Center sind überall gleich. Los, gehen wir hinein. Ui, sieht schön aus hier. Führe ich dich mal im Pokémon-Center herum. Pokémon-Center kannst du deine Pokémon umsonst heilen lassen. Wenn deine Pokémon geschwächt sind, bring sie einfach hierher. Lass dir dein Pokémon-Team heilen, also gib mir mal kurz deinen Pokéball. Ah, passt. Nächstes erkläre ich dir hier den PC. Ah gut, da brauche ich eigentlich keine Erklärung. Dieser viereckige Kasten ist ein PC. Jeder Trainer kann ihn benutzen. Du kannst deine Pokémon ablegen und zuvor abgelegte Pokémon wieder in dein Team aufnehmen. Und dann geht's weiter im Text. Hier ist dein Pokémon-Super... Okay, das ist alles ein Gebäude, interessant. Hier kannst du nützliche Dinge kaufen und solche verkaufen, die du nicht mehr benötigst. Die Pokébälle zum Fangen der Pokémon kannst du hier auch kaufen. Nein, Dennis, ich schenke dir ein paar Pokébälle. Ja, nice. Alter, das geht hier... Ich muss sagen, ich finde das geil, dass das hier jetzt so schnell vonstatten geht. Pokébälle haben wir jetzt auch schon. Sonst dauert das immer Parts, bis man das alles hier durch hat. Nächstes erkläre ich dir, wie du die Pokébälle, die ich dir eben gegeben habe, einsetzen kannst. Folge mir. Ja, da gehen wir dann im nächsten Part weiter. Es macht auf jeden Fall mega viel Fun. Ich hoffe mal, ihr seid mit dabei. Ich bin mega doll gehypt. Und dann bis nächstes Mal. Ciao.